Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen im Stream. Moin, mein Lieben. Hey, na? Hi. Alles gut? Hattet ihr einen tollen Tag? Habt ihr gutes Wetter gehabt? Habt ihr gut gegessen? Seid ihr sonst so zufrieden? Seht ihr mal brav abgewartet. Sehr gut. Ich finde das toll. Der Stream direkt so losgeht, finde ich das immer super. Wobei ich glaube, ich nachher die Alerts wieder ausmachen muss. Yippie! Und direkt vielen, vielen lieben Dank für den Sub. Für den Resub. Resub. Sub. Vielen, vielen lieben Dank für 3 Monate. Toll, dass du den Knopf gedrückt hast. Vielen, vielen lieben Dank. Du bekommst Licht in deine Gummizelle. Musst allerdings noch auf den Lichtschalter warten. Du weißt, der Elektriker ist ziemlich langsam und so und alt. Und ja, er ist halt nicht mehr ganz so fit. Und da dauert das so ein bisschen. Ich danke dir trotzdem. Hoffe, dass du in der Zwischenzeit einfach mit der leuchtenden Lampe klarkommst. Vielen, vielen lieben Dank für die Unterstützung. Dankeschön. Danke dir. Hi. So, lass mich euch erstmal begrüßen. Ach, verdammt, hier sehe ich ja jetzt... Ach, ja, ich sehe nur einen Teil, glaube ich. Ich musste den Stream-Rechner mehrfach neu starten. Ich fange einfach mal da an, wo ich sehe. Das war, glaube ich, auch direkt Stream-Start. Immer einen wunderschönen guten Tag, Agamax, Momoin, Keks, einen wunderschönen guten Tag, Shanks, Hallöchen, Tomwa, Momoin. Wusla, einen wunderschönen guten Tag auch an dich, Otti, einen wunderschönen guten Abend, Hallöchen, Prox, Momoin. Verbittet, wunderschönen guten Abend, Palo, Moin. Denbrada, einen wunderschönen guten Abend, Lamettermann, Hallöchen. Snow schneit in den Chat, einen wunderschönen guten Abend, Afiva, hi, Pado, einen wunderschönen guten Abend, Freestyle, Momoin, Icilio, natürlich einen wunderschönen guten Abend, Baron, Hallöchen, hi, Wasabi, einen wunderschönen guten Abend und Pavades, Momoin, Schenksle auch endlich resuppen können. Bin ich leiser als so? Nö, eigentlich nicht. Nö, Shanks, nö, nein. Nein. Also Pegel im OBS ist gleich. Wie sonst. Müsste. Hoffe ich. Und ich möchte nicht schreien müssen. Das ist echt momentan, ich weiß nicht, was mit dem Streaming-Rechner los ist, aber ich muss aktuell, also ich musste gestern, ich musste heute 3-mal den Rechner neu starten, bis alles funktionierte. Ich habe in letzter Zeit immer die Probleme, dass ich OBS anhaue. Entweder geht das Mikro nicht oder es gibt kein Bild oder Bild und Cam sind nicht da. Das macht mich alle. Und ich weiß nicht wieso. Das ist furchtbar. Oh yeah. Ra-ba-da. Hallo mein Lieber, vielen lieben Dank auch an dich für den Resub. Danke dir für 3 Monate. Fertig begrüßt, na dann. Super abgewartet. Vielen lieben Dank für die Unterstützung. Auch du bekommst jetzt Licht in deine Gummizelle. Du hast es gerade gehört. In der Zwischenzeit bitte einfach Leuchtmittel aus der Lampe drehen. Das ist alles nicht so einfach mit dem Elektriker, aber ich möchte ihn halt nicht, ne? Also ich meine, man schmeißt ja keinen alten Mann raus. Sowas macht man nicht. Vielen lieben Dank für die Unterstützung auch an dich. Dankeschön. Dankeschön. Prinz Darkness, einen wunderschönen guten Abend. Hi. Ich mag den Nasenring von dem Barkeeper. Ja, wir konnten auch gestern gut an dem Nasenring ziehen. Der Nasenring ist sehr praktisch gewesen gestern. Ich bin überhaupt mal gespannt, ob wir das heute fertig spielen. Eigentlich, also was ich so an Durchschnittsspielzeit so gesehen hatte, waren 3 Stunden. Und die haben wir ja gestern schon locker überschritten. Und ich glaube, ich bin erst bei 40%. Das ist so irgendwie typisch, dass ich viel länger brauche. Oh yeah. Mhm. Bra. Hey. Draven, auch an dich vielen lieben Dank für die 6 Monate. Hoffe, dein Mimimi hat sich erledigt. Ja, das hat sich, klar, das hat sich direkt am nächsten Tag erledigt. Freue mich schon 6 Monate dabei zu sein, muss aber gleich weg, da ich morgen früh wieder raus muss. Dennoch viel Spaß dir und den anderen beim Stream. Lass dich nicht ärgern. Nein, lass ich mich nicht. Draven, vielen lieben Dank für das halbe Jahr. Vielen lieben Dank. Du bekommst jetzt deine Kaffeemaschine und den Wasserkocher. Ich hoffe, du bist glücklich damit. Und ich wünsche dir eine gute Nacht und dass du morgen ganz, ganz doll fit bist und einen tollen Tag hast. Vielen lieben Dank.
für die Unterstützung auch an dich. Dankeschön. Danke dir. Ah, was? Heute schon zu Ende? Ich mag das Spiel. Lametta-Mann, wie gesagt, ich weiß es nicht. Es kann auch sein, dass ich mich irgendwie dusselig anstelle und ich deswegen mega lange brauche. Ich vermute aber eher, dass diejenigen, die so die Durchschnitte, die haben, glaube ich, das Alte gespielt und kennen deswegen die meisten Rätsel einfach schon. Also die Lösungen der Rätsel. Und das ist halt bei mir nicht der Fall. Ne? Für mich ist das halt alles neu und das immer, ja, ich bin sowieso meistens langsamer. Ich lebe damit. Bist halt keine Kriechraupe, keine Turboraupe. Ja. Ja. Ich freue mich schon. Ich habe meiner Schwester schon Bescheid gesagt, dass wir neue Emotes brauchen. Irgendwie. Ja? Und so. Ja, müssen wir mal gucken. Also ich habe ja zumindest von den Bibern, habe ich ja schon mal die Bestätigung für Raupengasm. Mal schauen, ob wir Raupengasm umsetzen. Ich bin mir noch unsicher. Ihr müsst übrigens immer, wenn ihr mir Vorschläge macht, müsst ihr daran denken, dass mein, also das Wort davor, vor dem Emote-Wort quasi, ist immer Raupen. Immer. Und das sollte natürlich so ein bisschen passen. Also ich kann halt Planierraupe, kann ich halt einfach nicht machen. Das ist halt schwierig. Aber das wird, ja, ich freue mich halt. Also das ist echt mega toll, dass sie da einfach die Schritte verkleinern, wie schnell man neue Emotes bekommt. Das haben sich, also ich weiß, dass sich das sehr, sehr viele Partner schon sehr lange gewünscht haben, dass das mal geändert wird. Das ist halt mega toll. Raupenplanier, ja, zum Beispiel, so könnte man es machen, Shanks. Das ist eine gute Idee. Raupenplanier ist gut. Aber es ist halt auch wieder die Frage, was machst du dann für ein Emote? Es ist immer schwierig. Soll ja auch gut aussehen. Man soll es ja auch erkennen können, was es ist und so. Das ist schwierig. Wenn ich das Spiel bin, ich... Was? Wenn ich schnell spiele... Nee, wenn ich es nicht schnell spiele oder was? Nee, ich bin verwirrt. Guaritore, ich weiß nicht ganz genau, wie der Satz jetzt richtig zusammengeht. Etwas mit Gummibärchen wäre lustig wegen deinem Alert. Ja, ich habe auch schon überlegt. Also ich möchte auf jeden Fall Sachen in, also Emotes haben, die wirklich zum Kanal passen einfach. Das ist mir unglaublich wichtig, dass das zum Kanal passt, dass ihr da genauso wie ich, dass wir da irgendwie eine gute Verbindung haben. Das ist halt irgendwie, und wenn es eine Art Running Gag ist oder sowas, ist es halt schon schön. Und das mit den Gummibären wäre auf jeden Fall passend, ja. Einfach eine fette rollende Raupe. Wie willst du nur eine rollende Raupe darstellen? Das ist schwierig. Aber vielleicht kann sich meine Schwester da was Tolles einfallen lassen. Vielleicht einfach so mit drei Strichen irgendwie, dass man sieht, dass sie rollt oder... Naja, mal gucken. Silja, moin. Erstes Spiel, das du je gespielt hast. Hallöchen. Ich habe gestern schon angefangen. Also ich habe gestern schon über 3 Stunden gespielt. Ich bin aber langsam, muss ich dazu sagen. Also ich glaube zumindest langsam zu sein. Beim Speichern gestern hat es gesagt, ich habe 40% des Spiels erreicht. Nach 3 Stunden. Spiel statt dem ersten Bin. Also wenn ich schnell spiele, bin ich in 30 Minuten durch. Ah, okay. Krass. Ja, naja, klar, wie gesagt, also wenn man die Games kennt, wenn man die ganzen Lösungen kennt, ich glaube, dann ist es sehr schnell durch. Eine Raupe in Zwangsjacke, ohne Zwangsjacke auf die Größe, aber das ist auch eine gute Idee. Raupen crazy oder so. Raupen-Mayo. Da weiß ich immer noch nicht so richtig, wie man das am besten, also, was, weißt du, dass man das cool darstellt. Raupen-Mayo würde ich auch toll finden, aber ich weiß halt noch nicht genau, wie. Das Yippie ist auch schwierig, weil ich hatte, die erste Idee war halt so wie so ein Wow irgendwie, dass man die Hände so hochreißt. Aber das würde, glaube ich, dem Raupen-Wow-Emote unglaublich ähnlich sehen. Das ist halt auch wieder schwierig. Ja, es ist so schwierig. Die Emotes werden aber bestimmt super. Ja, ich hoffe doch. Ich hoffe doch. Und das Tolle ist ja, egal auf wie viel Subs ich dann irgendwann mal runterfalle, sie bleiben da und ich kann sie austauschen im Zweifel. Das ging mir bisher so auf den Nerv. Ich konnte momentan halt nie irgendwie Emotes austauschen. Es ging halt nicht. Immer wenn ich unter der 250-Marke war, war halt vorbei. Ansonsten wäre das Emote weg gewesen. Und, das ist auch gut, dass sie das ändern. Animus, moin. Da musste ich auch alle Videos skippen, was ich nie tun würde. Ja,
Das stimmt, wollte gerade sagen. Also in 30 Minuten, da musst du echt alles skippen. 3 Stunden brauche ich, um das durchzuspielen, mit Videos. Allererstes Spiel war Donkey Kong. Ich bin mir nicht sicher, was mein allererstes Spiel war. Aber ich kann mich auf jeden Fall noch an Prince of Persia erinnern. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es schwarz-weiß war. Hallöchen, Doc Raymer, moin. Auf dem Sasus Schuld? Das kann ich nicht machen, pardon. Das geht nicht. Raupen Crazy wäre doch die alte Raupe gut passen. Ach, würde doch die alte Raupe gut passen wegen dem Blick. Ja, das stimmt. Shanks, ja, auf alle Fälle, klar. Das kriegen wir schon hin. Speedrun ist unter 13 Minuten. Wow. Oh, Commander Keen. Oh. Das hatte jemand vorgeschlagen bei den Retro-Spielvorschlägen. Und dann habe ich geguckt, weil ich mich nicht mehr. Also, ich wollte mich halt auf Anhieb nicht an den Namen erinnern. Und guck da und denke mir so, oh, das habe ich auch gespielt. Das habe ich auch gespielt. Es ist eins der ersten, an die ich mich erinnere. Das ist auch gut. Also es ist in Ordnung. Ich glaube, dass man auch viel vergisst. Ich habe auch irgendwann mal Moorhuhn gespielt. Aber das war auf jeden Fall später. Das war auf jeden Fall deutlich später. Glaube ich. Gut einordnen zu können. So, mache ich jetzt hier Alerts wieder aus? Ich glaube, ich mache die Alerts heute wieder aus. Ja, gib mir eine kleine Sekunde. Ich mache sie erstmal wieder aus. Ich weiß ja noch nicht, wie lange wir heute noch spielen. Also, wie lange wir das Spiel noch spielen. Wie lange ich dafür noch brauche. Und ich werde dann... Sollten wir es heute durchgespielt kriegen und ich spiele noch was anderes? Weil ich halt, wie gesagt, noch nicht weiß, wie lange ich noch brauche, mache ich dann die Alerts einfach wieder an. Das müsste passen, denke ich. Oh, Monkey Island. So, Spiel laden. Wir waren übrigens bei dieser Roboter-Sache. Ach, er hat doch einen Autospeicherstand. Ich habe mich gestern gewundert, warum ich keinen Speicherstand habe, aber er hat gespeichert. Alles gut. Ein erstes Spiel war ein DOS-Spiel namens Gorillas. Da musste man von anderen Spielern den Gorilla mit einem Bumerang abschießen. Klingt auch gut. Ja, Arthras, tatsächlich würde ich dann... Also wenn, wie gesagt, wenn... ich nicht mehr zu lange für Full Throttle brauche, würde ich höchstwahrscheinlich tatsächlich Borderlands spielen heute. Raupenborn, eine Raupe mit Skyrim Harris, auch so gut. Halt, das ist zu laut. What the fuck? Haut's mir direkt die Ohren weg. Aber der hat es nicht zurückgesetzt. Ist das jetzt Film oder ist das Musik? So ein bisschen die Frage, oder? Ah, ich weiß es nicht. Ah, es ist verwirrend in dem Spiel. Priam, bitte nur, wenn ich frage. Bitte wirklich nur, wenn ich aktiv frage, habt ihr eine Idee oder könnt ihr mir einen Tipp geben? Und wenn ich nach einem Tipp frage, dann bitte nicht schreiben... Benutze das mit dem oder so, sondern so ein bisschen versuchen, das Pferd von hinten aufzuzäumen. Weißt du, was ich meine? Weißt du, was ich meine? Coole Mucke ist nie zu laut. Naja, Otti, das Problem ist aber... Also, ich finde die Mucke auch geil, keine Frage. Ich finde die sehr, sehr gut. Das Problem ist aber, wenn ich dann leiser bin als die Mucke, ist halt schwierig. Dann kann ich auch... Also, dann kann ich mich ausblenden und lass einfach das Game laufen. So. Es waren Bananen. Bananen! Deinstalliert Full Throttle. Nein, Arthras. Mach dich auch lauter, kann ich nicht. Arthras, kann ich nicht, dann übersteuere ich. Also ich übersteuere jetzt schon ab und an. Ich muss über kurz oder lang werde ich mir noch ein anderes Mischpult zulegen müssen. Eventuell vorher irgendwie ein Verstärker, also dass da ein richtiger Verstärker noch mit drin ist, weil aktuell ist es so, dass ich ab und an laut Mischpult schon übersteuere und das hört man auch. Ja, es ist schwierig. Ich kann mich wirklich nicht noch lauter machen. Es geht leider nicht. Es geht einfach nicht. Und ich kann auch nicht die ganze Zeit schreien. Das, geht auf die Schwimmbäder. Kiek, kiek. Einen wunderschönen guten Abend, Hallöchen.
Nur weil irgendeine Anzeige im roten Bereich ist, heißt das nicht, dass ich das höre. Ah. Don't mind me, just brainstorming. Das ist in Ordnung. Das ist absolut okay, Prado. Das ist auch eine ziemlich coole Idee. Wobei das die Mut halt dann mega rausstechen würde, glaube ich, im Vergleich zu den anderen. Naja, wir müssen mal gucken. Meine Schwester hat sowieso gesagt, ihr ist noch was eingefallen, wie sie die Emotes grafisch verbessern könnte, dass man die halt besser erkennen kann. Und da müssen wir mal gucken. Sie hat gesagt, das will sie dann bei den neuen Emotes gleich probieren und dann schauen wir mal, ob wir die alten noch überall... Ach, naja, ist alles nicht so. Amüsante Nachmittage. 1992, ey, da war ich 2 Jahre alt. Da habe ich noch nicht ans Computerspiel gedacht. Ah! Ich nehme mal hier die Ausfahrt. So, und ich weiß immer noch nicht so richtig, wie das hier funktioniert, ich bin ehrlich. Ach so. Ich weiß auch nicht, wie ich den Stocktypen... Nein, 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 nein! Wie ich den Stocktypen von seinem Moppel... Diese Fahrt bleibst du unten! Du Sch... Verrückter... Ja! Das war ja jetzt... Oh Gott, ist das immer laut. Das war jetzt nicht der Stocktyp. Das war einer mit so einer Kette, vielleicht... Ja, von dem brauche ich zum Beispiel doch die Brille. Und ich weiß nicht, das ist ja immer der, der mit Öl spuckt, ne? Das ist der Assi, der mit Öl spuckt. Ich weiß nicht, wie ich den Assi mit Öl spucken denn wegkriege. Diesen ölspuckenden Arsch. Im Schuh treten? Nein, das war schon mal nicht richtig. Ist nicht so einfach. Du drückst Knöpfe und dann funktioniert das nicht. Ich drücke ja nicht mal Knöpfe. Ich benutze hier tatsächlich nur die Maus. Was es nicht einfach macht, ehrlich gesagt. Du willst noch mehr? Warte mal, das hatte ich, glaube ich... Jetzt wollen wir dich mal fällen. Oh, meine Augen! Für eine Handvoll Dünger. Okay, habe ich die Kettensäge bekommen. Jetzt habe ich die Kettensäge. Vielleicht kann ich ihm damit irgendwie die Reifen aufschlitzen oder so? Schau an! So kriege ich ihn platt. Was habe ich jetzt von ihm bekommen? Habe ich nicht gesehen, verdammt. Es ging zu schnell. Da ist wieder so eine. Funktioniert jetzt wieder die Kettensäge bei dem? Wieder da. Zeit fürs Picknick. Ja, okay. Also es sind gegen die Typen immer die gleichen Waffen. Jetzt habe ich einen Stock. Jetzt habe ich einen Stock. Was mache ich mit dem Stock? Hat die Maus keine Knöpfe? Nein. Na, vielleicht. Naja, so ist ähnlich. Okay, ich habe einen Stock. Der Stock ist neu. Vielleicht hilft mir der Stock gegen ihn hier. Nein. Toll. Wie kriege ich denn bei dem, weiß ich es echt nicht, wie ich das mache. Die Blindfische sind das ja, oder? Das sind Tasten. Ja, ich würde sie auch nicht als Knöpfe bezeichnen. Der Stock ist ein Brett. Warte mal, wie hatten wir sie runtergekriegt? Du willst noch mehr? Du bist... Ja, das war falsch. Sei nicht so kleinlich. Es ist ein Brett. Ist in Ordnung. Entschuldigung. Was war das denn jetzt schon wieder? Oh Gott, das mit der Maus zu steuern ist so ekelhaft. Was nehme ich denn jetzt gegen ihn? Haben wir die Kette schon mal probiert? Ich komme nicht dran. Okay, mit der Kette kommt er an ihn nicht ran. Aber mit dem Stock hatte ich es doch gerade probiert und das ging auch nicht. Ich bin verwirrt. Es ist aus Holz. Es muss ein Stock sein. Ach, schön. Der Hund.
So hat man das früher auch gesteuert. Mit der Maus, ernsthaft, das fühlt sich grauenvoll an. Also es fühlt sich wirklich so schlimm an. Ich wette, du... Oh, Entschuldigung, ich muss fahren. Ich probiere jetzt nochmal den Stock. Ja, mit seiner scheiß Ölspur. Kantholz. Gepaddelt. Noch jemand anderen schubsen, aber ich wüsste nicht wen. Jetzt bin ich sauer. Oh. Verrückter Penner. Also bei ihm geht der Stock Christ schon mal nicht. Du stirbst. Ja. Ich hasse Polecats. Ja. Okay, das ist auch falsch. Jetzt wird. Das ist auch falsch. Ah, verdammt. Gegen den. Ich brauche noch irgendwie den Morgenstern, glaube ich. Ich glaube, ich brauche den Morgenstern noch und da muss ich mir noch was einfallen lassen, wie ich den kriege. Vielleicht mit der Kette. Habe ich schon irgendwas mit der Kette bekommen? Das Problem ist, ich habe bei ihm halt echt inzwischen, glaube ich, alles versucht. Also so wirklich alles. Ich komme nicht dran. Dachlatte. Ich glaube, ich brauche noch den Morgenstern. Und mit dem Morgenstern kann ich dann bestimmt den Brillentypen plätten. Der Morgenstern ist bisher die einzige Waffe, die ich gesehen habe, die ich jetzt noch nicht habe. Eventuell darf sie nicht geduckt sein. Na, aber die sind immer geduckt, glaube ich. Prinz Darkness. Wenn der Kopf oben ist, ist der Kopf bei denen mal oben? Verrückter Penner! Du, das hätte ich gebraucht. Jetzt bin ich sauer! Die Kettensäge. Die Kettensäge hat geregelt. Guck mal da, Morgenstern. Ist der Kopf irgendwann mal oben? Das ist mir nie aufgefallen, ehrlich gesagt. Ach, tatsächlich. Warte mal, dann warten wir mal ab. Na, geh rüber! Ich komme nicht dran. Och, Mann! Er ist nicht rübergegangen. Er ist nicht rübergefahren, als ich ihm gesagt habe, dass er rüberfahren soll. Aber ich habe es gesehen, dass er sich duckt und kommt wieder nach oben und so. Es klingt schon mal nach einem Plan, auf alle Fälle. Was ist denn das jetzt für eine? Schlag nie jemand mit Brille. Ich spiele keine Sprachsteuerung, just saying. Nee, lass mich. Lass mich. Ich komme nicht dran. Ah, also... Nö. Er war jetzt eindeutig oben. Du kämpfst wie ein dummer Bauer. Ich glaube nicht, dass das hier funktioniert, Pado. Und Chopperwolf, oh moin. Da war ich wieder auf dem Dreck. Ach, Mann. Jetzt guckst du einmal in den Chat. Furchtbar. Aber das hilft leider nicht. Jetzt ist halt die Frage, ob mir... Die Idee war gut, doch Raupes Arme waren zu kurz. Na, if you're happy and you know what's happier, me.
Nein! Ja, Animus, genau das dachte ich mir jetzt auch, dass die Dachlatte ja das längste sein müsste, rein theoretisch, was ich habe. Deswegen wollte ich es jetzt damit probieren, aber beim ersten Öl konnte ich noch ausweichen, habt ihr das gesehen? Voll gut ausgewichen. Ja, beim zweiten war es dann irgendwie kacke. Das ist ein Stock! Sagen wir Stocklatte. Es ist keine Dachlatte, es ist eine Stocklatte. Nö. Nein! Kommen Sie nicht rein! Es geht nicht! Warum nicht? Warum nicht? Wie soll das gehen? Mache ich irgendwas? Muss ich noch irgendwo anders hin vorher? Achso, ich muss ja hier stoppen, wa? Wir können uns natürlich auch auf Holz einigen, ja. Das ist eine sehr gute Idee. Holz ist eine gute Idee. Nö, das hier ist ja auch bloß so ein Gebiet zum Rumfahren. Narf. Was mache ich bei denen falsch? Grüne Henkeltasse ist super bei Greenscreen. Geistertasse, ja, ist gut, oder? Ich weiß es echt nicht. Ich kann ja mal so vorsichtig im Chat fragen, ob mir eventuell noch irgendetwas fehlt. Du willst noch mehr? Du hattest schon die richtige Idee. Okay. Tralias, schönen guten Abend. Hi. Ich hatte also schon die richtige Idee. War das dann jetzt vielleicht der grüne Schleim? Sobald ich an ihn ranfahre, wirklich, sobald ich an ihn ranfahre, wird er dieses komische, dann schmiert er das Öl und dann ist vorbei. Sagen wir einfach Blei. Ja, wir sagen Holz in dem Fall. Slow Geopart? Einen wunderschönen guten Abend. Hi, das ist Full Throttle. Die Remastered-Version. Jetzt wirst du sterben! Jetzt bin ich sauer! Mir fehlt der Sieg über den Bandagentyp. Ja, das weiß ich ja. Das ist mir schon klar, Arthras. Dass ich den Bandagentypen noch wegkriege. Muss, aber ich weiß nicht, weh. Es geht mir auch auf den Sack, dass hier dann ständig irgendwelche anderen noch abhängen. Das nervt. Nein.
Da ist er wieder. Was mache ich denn jetzt mit dir? Das Problem ist halt wirklich, sobald ich rechts zu ihm rübergehe, habe ich keine Chance mehr. Ich hatte jetzt überlegt, ob man eventuell einfach den Schleim verteilen muss. So à la, die sehen ja, die orientieren sich ja nur anhand dieser wieder Punkte da, auf der gut. Straße, ne? Zeit fürs Picknick. Und können halt größere Objekte wahrnehmen. Das ist halt alles, was sie können. Mehr können die ja nicht. Größere Objekte wahrnehmen. Punkt. Probier mal Fußruder an. Yeah. Ich komme nicht dran. Tja. Jegliche meiner Versuche scheinen zu scheitern. Jetzt bin ich sauer! Hi, Spider-Org, moin. Ich weiß nicht, ob wir morgen eventuell spielen. Ich wollte ehrlich gesagt heute. Aber es hat keiner Zeit. Wir haben alle keine Zeit. So, heute halt nicht. Ich habe keine Ahnung wie, aber es hat geklappt. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert hat, aber es hat geklappt. Ich habe die Schutzbrille, ihr könnt mich alle mal. Ich weiß nicht, wie das geklappt hat. Ich kann es echt nicht sagen. Ich habe keine Ahnung. Was ist, wenn du den provozierst, das Öl zu legen und er dann CD drauf hat? Ach, Cooldown. Das war's vielleicht, dass ich dem Öl ausweichen... Du musst halt Glück haben, dass das Öl dich nicht erwischt. Ansonsten war es genau das Richtige. Okay. Ich bin ja diesmal zweimal dem Öl ausgewichen. Otti, wegen was denn? Mensch. Komm mit. Sleep. So. Mit dem Brett auf den Kopf. Rüsse, Rüsse. Ich hab's hingekriegt. Keine Ahnung wie. Also. Passt schon. Hallo, Schutzbrille. Ich muss ja jetzt noch, den Eingang finden hier, von deren Behausung. Eine Tasse für mich. Warte, das muss ich mir gleich angucken. Okay, hier auch nicht. Wo ist es dann? Weil hier ist ja schon Ende. Ich bin beim ersten Mal zu früh rausgefahren vielleicht. Warte, ich guck mal. Mega, welcher Harley. Der sieht schon nicht schlecht aus, ja, tatsächlich.
Das sieht schon sehr nice aus. Legt er jetzt die Brille an oder nicht? Und was macht der denn jetzt noch hier? Aus was die Tasse ist? Ja, der Preis ist schon, das ist sehr günstig für eine Tasse. Ich überlege, was ich für meine, diese selbstgedruckte... Nee, warte mal, nein, das war das Excel... Oh, nein, das wollte ich nicht. Was ich für die selbstgedruckte hingelöhnt habe. Dezente 2 Liter hält vielleicht einen Stream lang. Ja, ja, ich muss das Versteck finden, ja. Deswegen habe ich ja diese Brille. Lamentamann. Wie ich damals auf die Lösung gekommen bin, keine Ahnung. Oh! Ich habe heute keine Alerts an. Minias, vielen, vielen lieben Dank für den Host. Einen wunderschönen guten Abend, ihr wundervollen Synapsen. Kommt her mit eurem Wissen. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Full Throttle. Das ist schon der zweite Stream. Wir sind also schon so ein bisschen weiter. Aber für Leute, die das kennen, ist es bestimmt trotzdem nicht schlecht. Hi, hi. Hi Brotet, schönen guten Abend. Einer? Ich kann mich halt auch nicht umgucken, ne? Also ich kann jetzt nicht irgendwie nach links oder nach rechts gucken. Hier ist wieder Highway-Ausfahrt. Das war doch diesmal keine Highway-Ausfahrt, oder? Das hier ist Exit Only. Hey, wie viele Ausfahrten sind hier denn? Ich bin irritiert. Thomas, hallöchen, schönen guten Abend. Einer? Ich bin vorbeigefahren, verdammt. Goddammit. Auf die Schrift, wenn das piept, okay? Das hier ist Ausfahrt, Highway-Ausfahrt. Gut. Da war ja auch ein Schild. Schild. Krombola, Heiner. Das ist auch Highway-Exit. Ausfahrt. Da will ich nicht hin. Pass auf. Da ist nochmal Highway Exit. Also Ausfahrt, ne? Ich bin verwirrt. Es ist schwierig. Oder fängt es jetzt erst wieder von vorne an, kann es sein? Ist gut möglich, oder? Dass ich jetzt erst die Runde rum bin. Höhle, da, ich hab's gesehen. Oh Gott. Da war ja Ausfahrt, da stand erst Ausfahrt da und dann plötzlich Höhle. Oh, wie gemein. Wie gemein. Ich drehe hier schon seit Stunden. Yay. Hab's hingekriegt. Ich habe es hingekriegt. Was ist das jetzt? Kann ich jetzt hier irgendwas machen? Hier so direkt? Nö, ne? Eigentlich so. Dann fahren wir hier mal vorsichtig weiter. Aha. Ja. Ja. Und auch hier können wir nichts tun. Gut.
Schau einer an. Die Rampe. Ein Taschentuch? Wieso denn ein Taschentuch? Keine 8:15. Huch, was war das denn? Die Musik ist jetzt sehr leise, oder? Und an dem anderen hat sich, glaube ich, überhaupt nichts geändert. Weil das, glaube ich, Filmlautstärke ist der Rest. Mach das mal ein bisschen. Ne? Ja, so ist besser. Lasershow. Ja, es sieht so aus wie Lasershow hier so ein bisschen. Da, habt ihr es gesehen? Okay. Festung. Alles, was mit diesen Kerlen zu tun hat, ist irgendwie unheimlich. Ein wenig. Anlecken! Da lasse ich meinen Mund nicht ran. Er will auch echt nie irgendwas anlecken. Da komme ich wohl nicht rein. Das könnte man meinen. Die Frage ist, wollen wir da rein? Eine Rampe. Eigentum von Ricky Myrons reisender Stuntshow. Sehr gut, die brauche ich. Kann ich die anlecken? Da lasse ich meinen Mund nicht ran. Schade. Er leckt schon wieder nichts an. Mit dem Lecken ist bestimmt nur Fake, oder man braucht es nur einmal. Einmal haben wir es tatsächlich gebraucht, Lamettermann. Einmal, wo wir aus dem Tank von diesem komischen Fluggerät von den Polizisten da, bei dem Benzintank, wo wir aus dem Fluggerät Benzin rauspumpen wollten. Da mussten wir den Schlauch anlecken. Also, ne? Weißt du und so? Ein paar Highlights muss die Höhle ja auch haben. Ich weiß nicht, was du meinst, Otti. Ah, Chrissy! Chrissy! Ich habe heute leider die Alerts aus. Nimm mir das nicht übel, aber ich mache das immer also sehr gerne so bei so Story-Games und so. Weil wenn da gerade irgendeine Zwischensequenz ist, irgendeine Videosequenz, ist das immer so ein bisschen störend. Vielen, vielen lieben Dank für den Resub, Liebes. Danke für ein halbes Jahr. Du hast dich gestern ganz nackig gefühlt. Aber du hast es überlebt. Komm. Einen wunderschönen guten Abend und danke für das halbe Jahr. Du bekommst jetzt deinen Kaffeekocher. Die Kaffeemaschine und den Wasserkocher. Oh mein Gott. Es ist spät, ich hatte einen langen Tag, bitte entschuldige das. Und ja, mach's dir weiterhin ganz gemütlich im Kokon. Vielen, vielen lieben Dank für die Unterstützung. Danke dir. Dankeschön. Ah, wo ich Benzin geklaut habe, da habe ich es gebraucht. So, kann ich jetzt die Rampe mitnehmen einfach? Das erscheint mir fast zu simpel. Aber gut. Wenn es denn so ist, dann lassen wir diese Festung einfach mal in Ruhe. Nein. Wie nein? Fahr jetzt. Ah, ich dachte schon, ich komme nicht mehr zurück. Damit unschuldig wirken. Oh, Koa, einen wunderschönen guten Abend. Hallöchen, Popöchen. Hi da. Die wollen. Ja. Oh, halt. Warte, nein. Irgendwie, das war. Warte. Ich sollte hier lieber verschwinden. Na, aber du hast es ich doch noch gar nicht. Ich sollte lieber verschwinden. Wieso? Er hat die doch noch gar nicht. Wait, what? Wieso fährt der jetzt nicht ich mehr? Ich sollte hier lieber verschwinden. Was habe ich falsch gemacht? Jetzt dreht er um. Wieso steht es jetzt wieder dort? Was? Hallo?
Ich heb mir die Kette für meine Freunde auf der Old Mine Road auf. Der ist für Schraubenmuttern. Pff, mich das interessiert. Mach fest. Der ist für Schraubenmuttern. Das Ding ist nicht fest. Ah, jetzt ist es fest. Jetzt ist es fest. Gut. Da war keine Wendemöglichkeit. Ja, naja. Schwesterherz, wunderschönen guten Abend. Was sind das für merkwürdige Geräusche? Was sind das für Geräusche? Besitz gilt vor Gesetz mehr als Eigentum. Alles gut, Schwesterherz, alles gut. Nein. Lol, was tut er da? Okay, ich gebe zu, das war mit Zufall. Mit den Kerlen bin ich fertig. Das war so krasser Zufall. Ah! Ich habe mich eigentlich nur über die Geräusche gewundert, über das Kling, 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 Kling und wollte mir die Rampe nochmal angucken, nicht, dass da unten drunter irgendwas kaputt geht oder so. Ah! Sehr cool. Sehr, sehr gut. Okay, cool. Jetzt müsste ich ja aber über die Rampe fahren können, oder? Nee, das war nicht clever. Das war nicht clever. Das war einfach nur Glück. Das war Glück. Eigentum von Ricky Myrons reisender Stunt steht gut, wo sie ist. Steht gut, wo sie ist? Gut. Na, dann lass uns das mal. Achso, nee, warte mal. Ich brauche ja eigentlich noch Flügel, oder? Brauche ich nicht noch Flügel, um da drüber zu springen? Stand da nicht was mit Flügeln eigentlich? Ach, naja, was soll's, komm. Ria, mit Sicherheit. Wenn ich erst rausgefahren wäre und dann vor dem Problem gestanden hätte, hätte ich mit Sicherheit länger gebraucht. Scrapson, das weiß ich leider nicht. Und einen wunderschönen guten Abend. Ich hoffe nicht. Glücksraufi! Genau, das Ergebnis zählt. Das war Voroskill. Ich glaube es auch. Nein, nein, nein. Och Gottchen. Hallo. Wie mache ich denn das jetzt? So, vermutlich. Ich habe alles, bis auf dieses Luftkissengebläse. Wo kriege ich denn jetzt das Luftkissengebläse her? Verdammt. Kriege ich denn jetzt ein Luftkissengebläse her? Sieht man nicht, was jemand zappt? An die sicher? Und wenn ja, woher die Info? Was mich zum Beispiel auch noch interessiert, ob ich zwingend... Okay. Mach das an, liebst gleich. Ob ich zwingend extra Emotes oder so geben muss. Aber naja. Die Frage ist, kann ich denn nochmal zurück, Otti? Wie gebrauchst du das nach dem Sprung? Die wachsen dann von selbst. Reine Kunde, Bonbon, oder nicht? In der Offensichtlich brauche ich die vorher. Hä? Andi, das verstehe ich nicht.
Das verstehe ich gerade nicht ganz. Wir werden es ja sehen. Wir werden es ja sehen. Ich glaube, ich werde da vorher noch mal so ein, zwei Fragen stellen. Ich glaube, es gibt da eine Anlaufstelle, wo wir fragen können. So, ich kann jetzt nach links. Ansonsten, was ist das hier? Das ist die Schlucht. Das ist auch die Schlucht. Darüber fahren kann ich noch nicht. Sonst habe ich hier nur das Schild. Kriege ich denn jetzt dieses Luftkissen-Ding her? Da habe ich die Rampe, das ist ja total toll. Luftkissengebläse. Ich glaube, ich kann nicht zurückfahren. Weil bei dem, da wo der Düngercontainer, also der Dünger-LKW umgekippt ist, da ist Schluss, glaube ich. Ja, das stimmt wohl, Crayon. Das ist wohl wahr. Nee, ich glaube, ich kann nicht zurückfahren. Zurück geht, glaube ich, nicht. Hier sind wir wieder hier. Das wird mir kaum was bringen. Ganz im Gegenteil. Schneckengrober, Hallöchen. Einer? Kann ich an dem Teil noch irgendwas machen? Nee, ne? Lass mal gucken gerade. Das nenne ich Unfallgefahr. Aber hallo. Für heute hatte ich genug Gewicht heben. Kann auch ruhig mal dagegen treten. Der ist für Schraubenmuttern. Ja, ich weiß. Bis auf den Anhänger habe ich hier auch nichts, ne? Und halt das Zeug. Will er davon nochmal was mitnehmen? Nö, ne? Wir haben ja eigentlich noch. Den fasse ich nicht mehr an. Alles klar. Rob Rumble, ich danke dir für den Host. Dankeschön. Nicht wundern, ich habe heute keine Lust. Kann man an der Suppe lecken? Nein, das ist Dünger. Und er leckt, wie gesagt, an so gut wie nix. Der hat bisher nur an einer einzigen Sache geschlabbert. Komme ich doch wieder in die Stadt? Wer ist denn das? Der hat doch bestimmt Luftkissen. Sieh nur, wie er läuft. Okay, Fisch. Ich hätte zu dem Dünger fahren sollen, ich Idiot! Die hätten bestimmt einen Unfall gebaut! Hätten die bestimmt... Oh, ich bin so doof manchmal. Stirb! Zeit fürs Picknick. Ah, Unfallgefahr. Mann, die hätten bestimmt einen Unfall gebaut. Oh, sind die noch da? Sind die noch da oder muss ich jetzt zurückfahren? Ich glaube, die sind nicht mehr da, oder?
Wir sind nicht mehr da. Ich komme auch jedes Mal aus einer anderen Richtung. Das ist auch irgendwie sehr irritierend. Ja, ich bob. Mist. Das Problem ist, dass der Groschen zu spät fiel. Ja, aber es stört uns nicht. Da hören wir die Musik häufiger. Ist auch in Ordnung. Nicht aufhängen. Oh, please, not. Nein. Ich habe nicht gespeichert. Ich glaube, es ist kaputt. Hä, was zur Hölle? Vielleicht doch nicht. Es ist alles gut. Es funktioniert noch. Sieh nur, wie er läuft. Alles gut. Der Moment, wenn dir die Kerzenfabrik aufgeht. Brian, hallöchen. Ja, blöd gelaufen. Gedüngt. Boss, das war Nestors Schuld. Steigt schnell rein, ich habe einen Plan. Wir werden diese Corlegöre aus ihrem Versteck locken. Mit einem Motorrad. Boss, sie hat doch schon eins. Ja, aber an diesem hat sie mit ihrem Vater gearbeitet. Ist so eine emotionale Sache. Versucht nicht, das zu verstehen. Jetzt beeilt euch. Metal Raupe, Wasabi, Hallöchen. Hi, na? Brian, alles gut bei dir? So, jetzt richtig. Guten Abend. Guten Abend, Rub Rumble. Vielen lieben Dank für den Host. Hi. So, jetzt müssen wir nochmal zurückfahren, hä? Weil er wird das ja jetzt nicht automatisch eingepackt haben, ne? Wir müssen jetzt, glaube ich, zu dieser Unfallstelle zurückfahren. Wenn ich gespeichert habe. Gut, ich habe gespeichert. Sehr gut. Urlaubsreif, ich weiß, was du meinst. Und ich hatte erst Urlaub. Der Bösewicht wird im Englischen ja von Mark Hormel gesprochen. Ein Fun Fact am Rande. Oh, hier. Das ist mein Luftkissen. Seit 6 Monaten kein Urlaub. Oh Gott, Brian, ich würd kaputt total gehen. Total hinüber. Das würde gar nicht gehen. Frankie, schönen guten Abend. Hi. Können wir es anlecken? Da lasse ich meinen Mund nicht ran. Ich fasse nichts an, das keine Räder hat. Tritt es. Riech gut. Zum Glück muss ich nur an 3 Tagen die Woche arbeiten. Ist wie Urlaub. Ja, ich würde gerne auch wieder auf 3 Tage zurück. 3 Tage waren gut. 3 Tage waren echt. Kotflügel, guck hier, Kotflügel. Moment. Hallo. Nimm's weg. Nimm's aus meinem Gesichtsfeld. Dankeschön. Kotflügel. Angucken. Das ist eins der Dinge, die ich nie gebraucht habe. Ein Kotflügel. Leck den Kotflügel an. Da lasse ich meinen Mund nicht dran. Ah, kriegen, dankeschön. Tritt den Kotflügel. Nimm ihn ab. Ich fasse nichts an, das keine Räder hat. Aber es ist ein Kotflügel. Nimm ihn doch einfach mal ab, Mann. Der stellt sich wieder an wie der erste Mensch. Ist noch irgendwas, was ich antatschen kann? Es muss der Kotflügel in irgendeiner Art und Weise sein. Ich fasse nichts. Ich weiß, es ist für Muttern.
Aber es geht. Es scheint zu gehen. Klar, natürlich. Na genau. Ja, ich glaube es auch. Bestimmt. Ja, aber na klar. Natürlich. Guck mal da, wie praktisch. Oh mal an the bike, bitte. Sieht gut aus für ein gebrauchtes Teil. Hat er das jetzt dran gemacht? Ist das das Ding hier hinten? Ja, oder? Ja, ja, sehr gut. Okay, gut. Läuft. Edward, kann ich das anlecken zu oft? Das stimmt doch gar nicht. Nur in dem Spiel. Nur in das Spiel ist schuld. Keks, das wäre eine gute Idee gewesen. Ich könnte den Skelettarm nicht damit benutzen. Oder das geht doch so nicht. Ganz genau, das ist mein, das geht doch so nicht. In Full Throttle. In Ordnung. Ich habe genug an meinem Bike rumgebastelt. Let's do it! Da holt er aber richtig Anlauf. Nein! Knapp. Oh yeah. Aha. Dafür das Luftkissen. Ja, ich hab's schon gemerkt. Sehr nice. Muffschu, Butterschu. Guten Abend, hi. Keiner. Oh. Ich hab zwischendrin immer mal geguckt, wie es in der alten Perspektive aussah, ne? Man muss sich ja auch mal das Alte angucken. Welch wunderschöner Pixel wir da sind. Also wir sind ja viele Pixel. Ist nicht so, dass wir jetzt nur ein Pixel werden. Eine Fabrik. Ganz offensichtlich. Die Corley Motors Fabrik. Geheiligter Boden. Stellt euch jetzt so einen Engelschor vor. Elefantenfeller, wunderschönen guten Abend, hi. Alte Grafik ist echt nostalgisch für mich, das kann ich mir gut vorstellen. Kann mir das sehr, sehr gut vorstellen. Das Schild. Cool. Boah. Eine Raube. Ja, Raube. Dann bist du wieder 5. Endlich zu Hause. Sehr gut, Andi. Das geht aber echt. Dein Arbeitsweg ist kurz, hm? So scheint mir. Stadion. Ach so, das hier unten. Scheint irgendwas Großes drin abzugehen. Wir gehen erstmal oben rein. Ich glaube, das Spiel, also rein theoretisch, der logische Weg wäre erstmal oben. Du bist über die Schlucht, super. Ja. Du hattest das Handy auch angelassen, wolltest nichts verpassen. Sehr schön. Heute sind sogar die Lecks witzig. Man hat länger was von drauf bis Grimassen. Weiß nicht, was du meinst. Die Grimassen. Mach ich nicht. Was? Niemals! Niemals! Corley Motors. Ich wollte hier schon seit Jahren mal hin. Das ist wirklich sowas wie eine religiöse Wallfahrt für mich. Eine Wallfahrt mit einer Menge Arschtreten. Elefantenfans singt heute im Kirchenchor. Ich habe früher tatsächlich mal in einem... Ja, doch, es war ein Kirchenchor.
Aber eben nur bestehend aus jungen Menschen, also aus der jungen Gemeinde. Ja. Ja. War cool? War lustig. Ist das für eine Klappe? Wie die Zellentüren in der Einzelhaft. Du bist hier mal. Ich bin hier wegen der Aktionärsversammlung. Mr. Ripperger hat die Versammlung verschoben, bis die Mörder von Mr. Corley gefasst sind. Alle Aktionäre sind benachrichtigt worden. Ja, nun, ich habe meinen Anrufbeantworter lange nicht mehr abgehört, Mann. Das hat niemand gesagt, Andy. In dem Chor geht das unter, wenn du nicht singen kannst. Große Tür. Das ist eine große Tür. Können wir vielleicht die Klappe anschlabbern? Hey, aufmachen! Lassen Sie mich rein. Verschwinde. Nee, ich kann sie... Ach so, ja, das ist ansprechen, logischerweise, die Klappe. Ich dachte, Punkband in Sachsen nennt man das Kirchenchor. Nope. Ich war nie in einer Punkband. Niemals. Lassen Sie mich rein. Verschwinde. Arschloch. Aha. Diese Waffen hatten ein ganz schönes Gewicht. Ah, er hat aufgeräumt. Ich habe also noch die Kette. Mit der Kette irgendwas machen? Ich heb mir die Kette für meine Freunde auf der Old Mine Road auf. Sirius, vielen, vielen lieben Dank für den Resub. Ich habe heute die Alerts aus. Sei mir deswegen bitte nicht böse. Aber bei so einem Spiel, wenn dann so eine Zwischensequenz kommt, ist es immer ein bisschen... Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön für 5 Monate. Das heißt, darfst du jetzt einen privaten, dir sehr wichtigen Gegenstand mit in deine Gummizelle nehmen? Wähle weiß und bedenke, dass du noch keine Steckdosen hast. Ich danke dir vielmals. Der nächste Monat, die nächsten Freuden. Oh. Vielen, vielen lieben Dank für die Unterstützung. Dankeschön. Danke dir. Wupp, wupp. Können wir die große Tür wenigstens anlecken? Irgendwas müssen wir da anlecken können. Da lasse ich meinen Mund nicht dran. So langweilig. Wir gucken erstmal unten nach. Kette und Fenster wäre noch eine Idee gewesen, wobei ich glaube ich bei dem Fenster nichts befestigen konnte, so wie das aussah. Raupe war der Punk in der Band, aber sowas von. Souvenirs? Wir haben eure Kappen. Wir haben eure Wimpel. Wir haben alles direkt hier. Jetzt wieder so. Offizieller Corley Motors Verkauf. Unangenehme Stimme. Fahren Sie Ihr eigenes Derby mit einem ferngelenkten Wagen. Bei unseren Kaninchen sind die Batterien inklusive. Das ist nice. Niedliche kleine Kaninchen. Das offiziell lizenzierte Kaninchen des Corley Motors Smashatoriums. Alter, halt die Fresse jetzt. Wir haben eure T-Shirts hier. Ach. Alle Größen und Farben. In Ordnung, zeig mir die Cola, Amigo. Kann ich's anschreiben? Ohne Moos nichts los, Compadre. Füllt eure Packte... Ziemlich niedlich. Für ein Auto, meine ich. Tritt es. Nein. Tritt den Hasen. Nein. Dann bleibt ihr cool und seht cool aus. Du, großer Mann, komm und wirf den Derbywagen mal an. Den was? Souvenirs als Erinnerung an euer großes Smashatorium-Abenteuer. Sicher. Dreh einfach mal eine Runde. Nur bleib in Reichweite damit. Kauft euren Kindern ein Kaninchen, dann halten sie auf der Fahrt nach Hause die Klappe. So langsam geht dem Teil der Strom aus. Na toll, jetzt hast du die Batterien gekillt. Seid keine billigen Versager, kauft irgendwas! Eine Fernsteuerung, wahrscheinlich für das kleine Auto. Das Teil hat keinen Saft mehr. Wenn wir etwas nicht haben, dann ist was faul dran. Conny das Kaninchen, ihr wisst, dass ihr eins wollt. Diese Sachen sind nirgendwo anders erhältlich, Leute. Das passiert mit dir, wenn du einer geregelten Arbeit nachgehst. Und preiswert sind sie auch. Das kann ich nicht tun. Oh Gott sei Dank, er ist endlich mal ruhig. Peter Ink, wieso das ist ein Spielzeugkanickel?
Das ist ein Spielzeug, Annika. Und Interia, es freut mich. Dankeschön. Bitte wieder alles andecken, aber natürlich. Aber natürlich. Zu viel Freizeit. Was sollte ich sonst tun? Einen wunderschönen guten Abend übrigens. Ich brauche mal ganz kurz was. Eine Sekunde. Ach ja. Oh Mann. Der Duracell-Hase. Wasabi, ich wünsche dir eine gute Nacht. Schlaf gut. Bye-bye. Was ist denn heute hier los? Heute Abend gibt's ein Demolition Derby. Erster Preis ist eine alte Corley Hardtail. Vollständig restauriert von dem alten Mann selbst. Jawohl. Jawohl. Was macht denn dieses große Stadion so weit hier draußen? Corley hat das Meshatorium gebaut, damit seine Angestellten ein bisschen Unterhaltung in der Nähe haben. Er hat sich immer sehr um seine Angestellten gekümmert. Ich habe keine Ahnung, was jetzt mit uns passieren soll, wo er tot ist. Chris, einen wunderschönen guten Abend. Hallöchen. Das Sachs mit in die Bude? Interreus, was? Hätten Segen Tango, einen wunderschönen guten Abend. Hi. Das Treten nicht vergessen, ja, natürlich nicht. Ich suche nach einem schönen Souvenir. Nun ja, ich habe nur schöne Souvenirs. Womit kann ich dich glücklich machen? Irgendwas kleines, gelbes, pelziges, gelbes. Di. Rosa Hansen, vielen lieben Dank für den Follow. Wird das noch beschäftigt, sich darüber zu beschweren, dass Chars im Warhammer 40k Universum Pelzbesatz tragen? Aha. Ja, Pavardes, ja. Der ist wie Stan. Oh Gott. Wurde der Hase angelegt? Noch nicht, warte doch mal ab. Oh. Saints Row 2 ist heute kostenlos auf Steam. Wow. Wie wär's mit dem kleinen Auto hier? Kaninchen, es war eine ganze Menge. Wie wär's mit dem kleinen Auto hier? Es ist klein, aber es ist nicht billig, mein Freund. Du machst besser erstmal eine Probefahrt, um sicher zu gehen. Ja, aber das kann ich ja nicht mehr. Gibt's diese T-Shirts auch XXL? Oh, in der Zeit kann ich nichts machen. Okay, ich dachte schon, ich kann in der Zeit irgendwas tun. Nein, aber sie sind vorgewaschen. Nein, danke. Na, toll. Was steht da auf den Wimpeln? Nichts kann Corley schlagen, steht drauf. Eigentlich ziemlich ironisch, wenn man bedenkt, wie er gestorben ist. Wow. Machen sich aber trotzdem gut an einer Schlafzimmerwand. Keine Wände. Mein Bike ist mein Zuhause. Wir könnten dich noch mit einem kleinen Stock ausrüsten. Dann kannst du dir eine Fahne für den Rücksitz basteln. Ich, denk mal drüber nach. Wow. Ah. Leckere Pizza in den Chat. Ja, Vorsicht, ich leck die noch an. Anlecken sofort! Ah. Irgendwas Kleines, Pelziges, Gelbes. Tut mir leid, das sind die einzigen Zähne, die ich habe. Hey! Verdammt, schon wieder eine. Igitt. Kaninchen, und zwar eine ganze Menge. Du willst Kaninchen? Ich habe Kaninchen. Wie viel Kohle hast du mit? Kann ich sie einfach mal für eine Probefahrt mitnehmen? Ich glaube, du bist noch nicht bereit für die Verantwortung, die mit dem Corley-Kaninchen-Toy-Set auf dich zukommt. Tut mir leid, mein Sohn. Hast du eigentlich überhaupt Geld? So viel, wie ich brauche. Okay. Gut zusammengefasst. Es gibt da keinerlei Hoffnung mehr. Die Menschheit geht langsam, aber sicher in immerwährendem Krieg gegen alles und jedes zugrunde. Charster Pelzbesatz tragen ist aber auch echt die Krönung. Okay. Okay. Irgendwelche Vultures hier in der Gegend gesehen? Nein, wir haben hier kein Problem mit den Vultures. Obwohl sie ihr Versteck direkt oben an der Straße haben.
Sie bleiben da oben ziemlich eingeschlossen, nicht sehr gesellig. Okay. Was ist in der Kappe drin? Keine Ahnung, war schon drin. Wahrscheinlich so eine Art Transportfüllung. Haut aber ganz schön rein, das kann ich dir sagen. Hör mal, das ist nicht persönlich gemeint. Aber warum schiebst du nicht endlich deinen Hintern von hier weg und hörst auf, mir die Kunden zu vertreiben, hä? Ich hab mich nur geräuspert. Das sind schon eine Handvoll Scheine gegen eine zeitlose Erinnerung. Diese Souvenirs haben alle eine geschätzte Wertsteigerungsrate von 300% pro Jahr. Nicht drängeln, Leute, hier ist genug für jeden da. Geh was einem Pizza, dann wollen sie nichts von meinem Käsekuchen aus dem Kühlschrank. Und super Umschuh. Du hast schon mindestens 2 Leute glücklich gemacht. Islat, vielen lieben Dank für den Foto. Dankeschön. So, was haben wir hier jetzt? Drehkreuz. Das ist der Ausgang. Dreht sich nur in eine Richtung. Die falsche. Okay. Das ist der Ausgang. Das ist der Ausgang. Dreht sich nur in eine Richtung. Der ist für Schrauben. Sei doch mal nicht so. Ich heb mir die Kette für meine Freunde auf der Old Mine Road auf. Halt, ich hab Dinge noch nicht angelegt. Moment. Hier seid ihr richtig. Offizielle Corimoto Smashatorium. Da lasse ich meinen Mund nicht ran. Geht nicht mit leeren Händen. Da lasse ich meinen Mund Gut, nicht ran. Ich hab's versucht. Kommt schon, nicht alle auf einmal. Andi, jetzt was sind schon mal eine Handvoll Scheine gegen eine zeitlose Erinnerung? Das gut. Das hast du gut gemacht, Mofschuh. Du hast das gut gemacht, Mofschuh. Sehr gut. Dankeschön. Das ist die alte Hardtail, die Mo mit Malcolm repariert hat. Nein. Okay. Will er das Schild anlecken? Da lasse ich meinen Mund nicht ran. Sein können. Also eine Ausnahme von der Ausnahme von der Ausnahme. Da gehe ich nicht rein. Die denken alle, ich hätte ihren geliebten Chef getötet. Okay, ja, das stimmt. Das ist vielleicht keine gute Idee. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Nö. Gut. Dann wieder zurück. Diese Souvenirs haben alle eine geschätzte Wertsteigerungsrate von 300% pro Jahr. Kommt schon, nicht alle auf einmal. Pavardes, ich Conny weiß... das Kaninchen, ihr wisst, dass ihr eins wollt. Pavardes, ich weiß tatsächlich. Also ich weiß, dass Siberia 3 heute erschienen ist. Das habe ich auf dem Schirm. Ich weiß eben nur noch nicht, ob ich vorher die 1 und die 2 spiele, bevor ich mir 3 ansehe. Die T-Shirts an der Wand sind echt interessant. Ich habe gar nicht so genau auf die T-Shirts geachtet, siehst du? Ich schlimmer Mensch. Aber der labert halt auch so unglaublich viel. Wir haben alles direkt hier. New Stuff. Das sind schon eine Handvoll Scheine gegen eine zeitlose Erinnerung. Da hängt doch aber nur ein T-Shirt. Souvenirs? Ich gebe sie praktisch umsonst weg. Die T-Shirts? Ich mache es auf jeden Fall wegen der Story. Okay. Wir hatten eigentlich eine, also viele hatten eigentlich gesagt, dass man die ersten 2 nicht gespielt haben muss für den dritten. Und dass sie trotzdem empfehlenswert und gut sind, aber... Ja, dann mal gucken. Mal schauen. So, jetzt können wir eigentlich nur noch probieren, ob wir das hier irgendwie... Ich heb mir die Kette für meine Frau. Okay. Der ist für Schraubenmuttern. Okay. Dann ist jetzt aber die Frage, wo ich hin soll.
Wo fahren wir denn jetzt hin? Ach, wir fahren bestimmt zu den Balchus, oder? Auf der anderen Seite von dem Feld ist das Versteck der Vultures. Hab ich's doch gewusst. Ich habe viel von den Vultures gehört. Und es sieht so aus, als wäre alles wahr. Okay, wir haben ein Minenfeld vor uns. Ich speichere mal eben. Andi, nö, momentan noch kein Typ. Also jetzt, wo ich was Neues gefunden habe, brauche ich noch keinen Typ. Junge Dame, wie lange machen Sie heute? Das weiß ich noch nicht. Nach 31 Reviews nicht wirklich aussagekräftig. Ja, ich bin mit Bewertung bin ich sowieso vorsichtig inzwischen. Da bin ich vorsichtig. Aber ich verstehe jeden, dass er bei 40 Euro dann durchaus lieber noch abwartet. Ich ein riesen Fan der Reihe war oder so. Langsam, langsam. Nein. Ihnen fällt. Ich frage mich, wie sie es so glatt bekommen. Nein. 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 Okay, er geht eindeutig nicht weiter. Ach, Andi. Wie gemein. Der Mettermann muss morgen um 4 raus. Oh Gott. Schon genug, dass ich heute wieder um 5 raus musste. Gott sei Dank, nicht morgen, nicht nochmal. Der ist für Schraubenmuttern. Ich heb mir die Kette für meine Freunde Mann! Hier irgendwie nach rechts laufen? Nö. Nein. Irgendwie eine Möglichkeit. Außen rundherum zu latschen? Nein. Okay. Heißt ja aber, dass ich hier jetzt auch nicht weiterkomme, oder? Ah, 34 ist doch nicht alt. Da habe ich den Eingang. Unten ins Stadion will er ja nicht rein. Man kann noch dahinter. Okay. Ich habe gerade den Pfeil gesehen und dachte mir, das kann eigentlich fast nicht der Weg zu den Waldschuss sein. Ich fühle mich wie ein Jungspund. Ein Küken. So viel Freizeit fühlt sich alt. Nein, Quatsch. Wieso? Die ist versiegelt. Die ist versiegelt. Leck sie an. Da lasse ich meinen Mund. Die ist versiegelt. Ist ja gut. Man könnte meinen, sie ist versiegelt. Eine Wand. An dem Fundament muss echt was getan werden. Da lasse ich meinen Mund nicht ran. Ich nehme das hier auseinander, wenn ich mal mehr Zeit habe. Jetzt mal die Wand treten. Zwölf und 30 fühlt sich je nach Tagesform von 18 bis 80.
Der ist für Schraubenmuttern. Man kann doch auch mal Dinge zweckentfremden, Mann! Geschlossen. Mach sie auf. Da lasse ich meinen Mund nicht aufzukriegen. Mechanisch verschlossen. Und nicht aufzukriegen. Halt. Mechanisch verschlossen. Und verrostet. Und verrostet, okay. Was sind das hier? Messgeräte. Wow, dieser Laden hier übertrifft echt alles. Da lasse ich meinen Mund nicht ran. Das habe ich mir schon gedacht. Will nicht auch noch das Elektrizitätswerk am Hals haben. Was die Wand treten, macht Sinn. Lass uns die Wand ruhig noch ein bisschen treten. Guck. Böse Wand. Du böse, böse Wand. So. Vielleicht muss ich die Wand an der richtigen Stelle treten. Hm. Weiß nicht. Ansonsten ist hier aber jetzt, glaube ich, nichts weiter, oder? Ich finde es ja auch witzig, dass ich bei der Wand wirklich nur hier rechts die Stelle habe und links die. Ich nehme das hier auseinander, wenn ich mal mehr Zeit habe. Hi, Ewigkind. Timing und der Ort ist falsch. Gut. Aber dann komme ich hier ja jetzt vermutlich auch nicht wirklich weiter. Hi, Schleicher. Schönen guten Abend. Ich trete nochmal die Wand im Rausgehen. So. Sehr gut. So. Das heißt, da hinten kann ich momentan auch nichts machen. Habe ich hier sonst noch irgendwo einen Eingang, den ich vielleicht übersehen habe? Irgendwas? Da. Ich glaube, da läuft er hier zum Stadion runter, oder? Nee. Ach, das ist nur der Eingang hier rein. Ach so. Das hilft mir ja auch herzlich wenig. Das ist das Schild. Die Tür. Er lässt mich eh nicht rein. Der Trick, moin. Ewigkind, ja, das ist, ja. Also es kann auch so aussehen. Wir spielen gerade die Remastered-Version, die ist vor zwei Tagen erschienen. Ja, am Dienstag. Wir haben Donnerstag, ja, vor zwei Tagen, passt schon. Unten haben wir das Stadion. Stellt sich halt nur die Frage, komme ich jetzt hier weiter? Warte mal, das Karnickel wäre, glaube ich, für das Minenfeld nicht schlecht, oder? Fahren Sie Ihr eigenes Derby mit einem ferngelenkten Wagen. Niedliche, niedliche kleine Kaninchen. Das offiziell lizenzierte Kaninchen des Corlimotus Meshatorians. Schleicher, ich kann eins machen, ich kann Gary mal schreiben, ob er eventuell das eben übernehmen könnte. Souvenirs als Erinnerung an euer großes Meshatorium-Abenteuer. Wir haben eure T-Shirts hier. Hier seid ihr richtig, offizielle Corlimotus Meshatorium-Souvenirs. Bei unseren Kaninchen sind die Batterien inklusive. Sekunde. Wir haben eure Wimpel. Du, großer Mann, komm und wirf den Derbywagen mal an. Och, sag mal, was schreibt der denn? Offizieller Corlimotus-Verkauf. Kunde. Wir haben eure Kappen. Bei unseren Kaninchen sind die Batterien inklusive.
Wir haben alles direkt hier. Bei unserem Kaninchen sind die Batterien inklusive. Enk, einen wunderschönen guten Abend, Hallöchen. Wir haben eure Kappen. Souvenirs als Erinnerung an euer... Ja, das stimmt. Er fuchtelt nicht mit den Armen, aber er geht mindestens genauso auf den Sack. Das ist so krass nervig. Ah. Vielleicht, ich kann es aber nicht versprechen, dass er das jetzt liest, ne? Also ich kann nur alle 5 Minuten mal aufs Telefon gucken, ob er reagiert hat. Patronage, hi, hi. Das stimmt ja. Aber dafür haben wir, das nehme ich nicht in den Mund. Oder da lasse ich meinen Mund nicht rein. Ich weiß gerade nicht genau, was er sagt. Eng, danke für die Grüße. Großes Mechatorium-Abenteuer. Seid keine billigen Versager, kauft irgendwas. Ich gebe sie praktisch umsonst weg. Alle Größen und Farben. Wir haben alles direkt hier. Ich gebe sie praktisch umsonst weg. Kauft euren... Entschuldigung, aber sind diese Shirts, sind die aus reiner Baumwolle? Nun, dann wollen wir doch mal schauen. ...100% Baumwolle. Oh, zu dumm. Ich bin allergisch gegen Baumwolle. Ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass direkt die erste Idee funktioniert. Das offiziell lizenzierte Kaninchen des Corlimoto Smashatoriums. Aber ich werde mich nicht beschweren, dass gleich die erste Idee funktioniert. Das ist in Ordnung. In der Umdreht das Cappy untersuchen. Wieso das Cappy? Frankie. Earl, einen wunderschönen guten Abend. Hallöchen. Eng, das Gefühl hatte ich tatsächlich auch, aber bisher hat ja niemand was gesagt. Ich habe das Spiel tatsächlich vorhin schon leiser gemacht, da wurde sich schon beschwert, dass ich es leiser mache. Aber klaut schon wieder, natürlich klaue ich. Hallo? Aber wenn keiner was sagt, werde ich nicht am Lautstärkepegel drehen. Also ich kann, wie gesagt, auch mich sowieso nicht lauter machen, das geht nicht. Das Problem ist, dass auch bestimmte Sprecher lauter sind als andere, finde ich. Das ist irgendwie ein bisschen unschön. Das ist Loot, nicht klauen. Loot ist gut. Weil du da den Hasen noch nicht hattest. Hä? Was? Wie? Wegen dem Cappy? Das Minenfeld ist neu bepflanzt worden. Neu bepflanzt? Nette kleine Vultures. Guck mal, ich hab einen Hasen. Geht es auch irgendwie schneller? Vor allem, wie sieht es so eigentlich aus? Dieser gelbe Klecks. Ah. Was habe ich hier jetzt? Eine Batterie. Wie praktisch. Ich weiß, was ich mit der Batterie mache. Jetzt muss ich ihm das Auto klauen. Es tut mir leid. Also, looten. Ausleihen. Ihr wisst, was ich meine. Dieser gelbe Klecks war meine Kindheit. Das ist doch in Ordnung, Andy. Ist doch okay. Ist doch absolut in Ordnung. Wie gesagt, ich habe damals auch Prince of Persia gespielt. Das allererste. Was dafür für Windows. Das sind schon eine Handvoll Scheine gegen eine zeitlose Erinnerung. Hey, kannst du nochmal, ne? Wenn wir etwas nicht haben, dann... Entschuldigung, aber sind diese Shirts, sind die aus reiner Baumwolle? Nun, dann wollen wir doch mal schauen. Nein, du sollst es einpacken, du Idiot! Das Teil hat keinen Saft mehr. 100% Baumwolle. Jawohl! Geht nicht mit leeren Händen!
Das sollte es wieder zum Leben erwecken. Muss ich das von hier aus verwenden? Kann das sicher sein? Sicher, sicher. Dreh einfach mal eine Runde. Nur bleib in Reichweite damit. Eigentlich will ich es ja lieber mitnehmen. Souvenirs als Erinnerung an euer großes Meschatorium-Abenteuer. Aber ich kann es, glaube ich, nicht mitnehmen. Geht nicht mit leeren Händen. Ich glaube, ich kann es nicht mitnehmen. Entschuldigung, aber sind diese Shirts, sind die aus reiner Baumwolle? Nun, dann wollen wir doch mal schauen. Gut, offensichtlich, 100% Baumwolle. Jawohl. Wir haben eure T-Shirts hier. Seid keine billigen Versager, kauft irgendwas. Da rein. Jetzt sieh mal, was du angerichtet hast. Der Eingang ist auf der anderen Seite der Fabrik. Warte, mein Kleiner. Teddy kommt sofort. Jetzt gibt es nur noch mich und die Kaninchen. Kaninchen! So läuft der Hase. Hast du gesehen? Nice one. Ich habe mich nicht über die Grafik lustig gemacht. Das habe ich auch nicht gemeint, Ewigkind. Deswegen habe ich nochmal erwähnt, dass das für Windows das erste war, was ich gespielt habe. Und das war auch... Das waren auch einfach nur Pixel. Viele. Also nicht so sonderlich viele Pixel. Das war auch einfach nur so pixelig. Pixeliger als das. Oder ähnlich pixelig. Ich glaube, es war ähnlich pixelig. Ich glaube, es war schwarz-weiß. Das war doch für DOS. Naja. Oder es war für DOS, ja. Das kann sein, dass es noch in DOS lief. Ich dachte damals ja, das waren 3.11er Windows. Aber ich kann mich täuschen, dass das DOS war. War das in bunt? War es im Bund? Oh, ich weiß es. Ich war so klein, als ich das gespielt habe. Meine Mutter fand das so unglaublich brutal. Die fand das so brutal, wenn der in diese Pixelsperre gefallen ist. Also da gab es ja immer so Fallen, ne? Und wenn du nicht aufgepasst hast, bist du halt voll in so eine Falle, wo unten Sperre waren. Also, ne? Und die fand das so brutal. Mein Monitor war vielleicht schwarz. Das kann sein. Um welches Spiel geht's? Prince of Persia. Es war in Farbe? Echt? Das war bunt? Daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Das mit den Sperren war auch sehr blutig. Ist IT-Mensch. Das ist in Ordnung. Ich nicht. El Topo, einen wunderschönen guten Abend, Hallöchen. War es bunt oder war es in Farbe? Wow. Oh Mann. Das kann man immer noch spielen, klar, wieso nicht? Es geht alles. Irgendwie kriegt man alles zum Laufen. Klicky Bunti war es. Klicky Bunti. Die haben nicht den Farbfilm vergessen. Stimmt ja, es gab mehrere, also unterschiedliche Tränke. Stimmt, in Farbe und bunt. Oh. So, jetzt geht's los hier. Jetzt aber richtig. Gib ihm. Oh, jetzt haben wir bestimmt viele gelbe Kleckse. Guck. Ah, schön.
Wie fangen sie ein? Warum? Läuft doch! Nicht? Wobei ich ehrlich gesagt jetzt nicht sonderlich weit gekommen bin. Ich bin jetzt nicht sonderlich weit gekommen. Mist. Ich glaube nicht. Verdammt. Ich glaube, ich brauche eine neue Karnickelkiste. Verdammt, schon wieder eine. Mist. Setze neue Maßstäbe im Bereich der Plattformspiele. Bam! So, ich brauche eine neue Kaninchenkiste. Ninja, moin, Hallöchen. Was denn, what the fuck? Was ist denn, what the fuck? Was, what the fuckst du? Wusch, Rodoline, nix mit klauen. Ich werde hier nicht einfach weggeklaut. Hallo. Das geht doch so nicht. Okay. Nochmal. Jetzt aber einfangen. Es ist so gut! So. Ich hab sie. Einfach zur falschen Zeit eingeschaltet? Okay. Nein. So. Aber dafür kommst du zu spät? Du musst sie looten? Hä? Was? Genau das hatte ich vor, Andi, die jetzt einzeln zu benutzen. Nein, wollte er nicht, Buschtrotteline. Er wollte wie immer nicht. Ach so, Lootling hat mich schon gelootet. Ja, das stimmt, ja. Das ist richtig. Darum zu spät, jetzt verstehe ich. So, jetzt kann ich ja rein theoretisch, kann ich nicht bis dahin gehen? Müsste doch jetzt bis dahin laufen können. Nein. Gut. Wow. So komme ich aber auch nicht viel. Also, ne? Das könnte auch schwierig werden bis dahinter. Wow. Mühsam ernährt sich das Einschönchen, oder was? What the fuck? Ich glaube nicht. Ja. Komm, sehr ruhig. Setz Kaninchen aus. Warum ist das Kaninchen jetzt nach rechts gegangen? Ach, das reicht schon. Das ist der Typ, von dem ich dir erzählt habe, Susi. Bist du sicher? Ja, das ist der Kerl, der meinen Vater umgebracht hat. Was? Okay, Mannschaft, spannt ihn auf. Nein! Wieso Los, denn ich? Erledigt ihn. Schnell. Hör zu, Mo. Ich war das nicht. Du machst einen großen Fehler. Oh, Ben, du hast recht. Wir sollten das nicht schnell erledigen. Die Sache sollte sich noch ein bisschen ziehen. Was denkst du, Susi? Hey, ich hab heute noch nichts vor. Ihr habt sie gehört, Kinder.
Lasst uns das hier durchziehen. Nein! Dein Vater! Wag es ja nicht, von meinem Vater zu reden, du Bastard! Da braucht wohl jemand Zuneigung. Ich hab auch so... Also, oh, Buschtrotteline. Knuddeln? Klar, knuddeln geht immer. Wolfpack, einen wunderschönen guten Abend. Hi. Boah, Muffschuh. Haupen, klug. Corley und ich. Ich sagte, halt die Klappe über meinen Vater. Malcolm will... Ich sagte, halt die Klappe über meinen Vater. So langsam verliere ich die Geduld, Maureen. Du bist dabei, viel mehr zu verlieren. Okay, das reicht. Wir probieren jetzt mal alles, komm. Noch nicht ganz. Ich habe nichts zu tun damit, ehrlich. Du hast nichts zu melden, ehrlich. Lass mich gehen, oder? Oder was? Ich werde euch mit meinem Blut die Einfahrt versauen. Das ist eine sinnvolle Aussage. Ja, das, ich werde euch ja mit meinem Blut die Einfahrt versauen. Eigentlich ist das für den Boden sogar sehr gut. Toll. Lass mich gehen, oder? Oder was? Evokimi, vielen lieben Dank für den Follow. Ich werde dir die Polecats auf den Hals schicken. Die Polecats sind im Gefängnis, Ben. Verdammt! Du hast sie selbst reingebracht, weißt du noch? Lass mich gehen, oder? Oder was? Ich werde dich beschimpfen. Ich werde dich beschimpfen. Oh, wie denn zum Beispiel? Ah, okay, dich... Wirbelwind? Rattenräder fahrender Gummi, verpackter Walcher. Wirbelwind war doch der Name, den Malcolm ihr gegeben hat. Wirbelwind. Woher... Wo hast du das gehört? Dein Vater, er hat es mir kurz vor seinem Tod erzählt. Du hast meinen Vater niedergeprügelt und dann mit ihm über alte Zeiten geplaudert? Na klar. Ich hab ihn nicht umgebracht, sondern Rip Burger. Jemand hat es fotografiert, aber die Kamera ist gestohlen worden von demselben Kerl, der hinter dir her war. Ich habe den Film noch. Gut, dann entwickel ihn, okay? Solange ich noch in meine Kleider passe. Okay, du bleibst hier. Hey! Spannende Lektion. Tut mir leid. Ja, ist schon in Ordnung. Ich werde diesen Rip Burger erwischen, selbst wenn ich dabei draufgehen sollte. Nein. Wir müssen Rip Burger auf der Aktionärsversammlung bloßstellen. Auf diese Weise können wir ihn absägen, meine Gang aus dem Gefängnis holen und deinem Vater seinen letzten Wunsch erfüllen. Du übernimmst Corley Motors. Rip Burger hat die Aktionärsversammlung abgesagt. Er hat vor der Presse erklärt, es würde keine Versammlung geben, solange die Mörder nicht vor Gericht stehen. Also keine Aktionärsversammlung, bis wir beide tot sind? Das ließe sich einrichten. Okay, dann mal los. Inszenierung von Bens und Maureens Tod. Akt 1, Szene 1. Adrian Rip Burger, in einem verzweifelten Versuch, Maureen aus ihrem Versteck zu locken, hat sich folgenden Versagerplan ausgedacht. Der erste Preis des heutigen Demolition Derbys ist eine uralte Hardtail, die Mo mit ihrem Vater wieder in Schuss gebracht hat. Rip hofft, dass sich Mo in einem Anfall sentimentaler Anhänglichkeit besagtes Bike unter den Nagel reißen will. Also spielen Ben und Mo einfach mit, verkleiden sich und nehmen an dem Demolition Derby teil. Dies endet allerdings tragisch, indem ihre Autos explodieren und beide für tot erklärt werden. Tragisch. Frage. Bitte hebt euch Fragen bis zum Schluss auf. Die Explosion in Moos Auto wird nur durch eine direkte Frontalkollision mit Bens Auto ausgelöst.
Dieser Schleudersitz bringt Mo rechtzeitig raus und sie landet mit ihrem Fallschirm in Sicherheit. Und ich? Glaubst du nicht, dass irgendjemand sieht, wie sie aus dem Wagen fliegt? Nein, alle werden nur auf dich gucken, wie du in Flammen stehst. Na, und ich? Ja, das ist eine weitere Frage, die ich habe. Wenn dein Wagen explodiert, wirst du brennend herausklettern und im Stadion rumrennen und so das Publikum ablenken. Klar! In deinem süßen kleinen Asbestanzug, versteht sich. Ah. Toller Plan. In Ordnung, dann wollen wir euch Schätzchen mal in die Luft jagen. In Ordnung, okay. Leute. Schmeißt Nitro eure Hotdogs weg, denn hier im Corley Motors Smashatorium wird es langsam Zeit für den ultimativ blutrünstigen und gewalttätigen Demolition Derby Amateurmarathon. Ah! Und jetzt stelle ich euch unsere Gladiatoren vor. Diese geheimnisvoll aussehende Figur mit der Kapuze wollte uns ihren wahren Namen nicht verraten. Er zieht es vor, der unbekannte Rächer genannt zu werden. Hi. Und für uns geht das völlig in Ordnung, nicht wahr, Leute? Oh, ich schäme mich wirklich für die beiden. Heißes Rennen! Wen wollen die mit diesen erbärmlichen Verkleidungen denn täuschen? Und direkt neben ihm ist noch ein Newcomer. Gebt mir einen riesigen Smashatorium-Applaus für die Prinzessin der Zerstörung, Doreen Schmolley! Also los, Jungs. Macht sie fertig. Und gerade im Moment haben wir noch einen allerletzten Zugang für die Show heute Abend reinbekommen. Ein tödlich aussehendes Gespann. Bekannt als die Bum-Bum-Brüder! Oh. Versuch jetzt mal abzuhauen, Mofa-Mann. Also dann. Oh, muss ich jetzt fahren? Oh nö, oh nö. Seid ihr bereit für ein rücksichtsloses Rennen? Was dir schmecken, Andi? Seid ihr bereit für unnötig gewaltsame Zerstörung? Dann lasst das Demolition Derby anfangen! Wo steckst du, Ben? Warte, Mo. Ich komme schon. Pass auf die Bum-Bum-Brüder auf, Mo. Ich glaube ja, ich muss hier irgendwie hoch. Ben, was machst du denn? Ja, das weiß ich auch nicht. Komm hier rüber und ramm mich. Ich würde ja gern verdammt. Kann ich irgendwie noch Ben, ich kann den anderen Autos nicht ewig ausweichen. Macht mich alle. Was soll ich tun? Wie komme ich an dem scheiß blauen Ding vorbei? Ah, ja. Der Wagen ist verreckt, als ich drauf gelandet bin. Sieht aus, als hätten die Jungs einen Glasschaden. Okay, also bei dem hat das geklappt. Das heißt, das müsste ja ähnlich bei dem hier klappen unten. Nur, dass ich hier halt irgendwie nicht so gut Anlauf holen kann. Ich
das Gefühl. Okay. Du Arsch. Weiß nicht so richtig, wie das gehen soll. Ach, man kann auch komplett mit der Maus steuern. Okay. Gott, mit der Maus ist es gleich noch viel schlimmer. Gott, wie sich Männer gerade wieder lustig finden, weil sie Frauen Autofahrwitze machen. Wow. Wow. Ich versteh's nicht. Ich verstehe nicht ganz, wie ich das mit ihm mache. Das muss doch irgendwas mit der verkackten Rampe zu tun haben. Ich distanziere mich mal von meinem Geschlecht. Unten ist eine Bande. Vielleicht Vollgas dagegen, aber wozu? Also wieso Vollgas gegen die Bande? Nimm die andere Rampe. Na und dann? Dann lande ich auf dem. Was bringt mir das? Auf dem Orangenen zu landen? Was will denn der jetzt hier? Das bringt mir ja nichts. Der geht ja schon nicht mehr. Der hier. Ach, warte mal. Kann ich ihn rumschubsen? Sag mal. Ha! Ich kann ihn rumschubsen. Pass mal auf. Wieso geht der wieder? Wieso geht der jetzt wieder? Bau dir eine Eselsbrücke. Ja, das könnte halt helfen. Ich dachte nur, ich kann ihn... Ich muss ihn, glaube ich, unten rum irgendwie schieben. Na, mal gucken. Wir kriegen das schon nochmal hin. Wie er sich aber auch, wie der Orange sich auch bereitwillig dort davor stellt, ne? Das muss man ihm ja schon mal lassen. Geh weg jetzt, Mann! Verdammt! Okay, das ist gerade irgendwie so ein bisschen ungünstig. Also wie er steht, ist einfach gerade ungünstig. Warte mal, kann ich ihn rumschieben?
Okay, ich glaube, ich muss ihn über die Rampe schieben. Och, was willst du denn jetzt schon wieder, du grünes Gewirr? Verschwinde! Geh weg! Uff, geh bloß weg, du! Das ist aber auch... Diese Steuerung! Okay, diesmal über die... Irgendwie über die Rampe, glaube ich.